Beim Inverted Classroom Model wird der traditionelle Unterricht, also die klassische Lehr-Lern-Situation, mit Hilfe digitaler Technologie auf den Kopf gestellt. Wie das aussehen kann, möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Schauen wir uns zunächst die klassische Lehre an. Die Rolle der Lehrenden in dieser klassischen Lehre ist klar. Sie ist die eines Wissensvermittlers, zumeist über einen Vortrag, der sich noch dazu jedes Semester oder jedes Jahr wiederholt. Die Rolle der Lernenden ist eine passive. Die Aufmerksamkeitsspanne ist nie gleich der Vortragsdauer und es findet keine Individualisierung statt. Das Üben und Vertiefen findet nicht unter Aufsicht eines Experten statt, sondern zu Hause alleine. Wie sieht das Ganze beim Inverted Classroom aus? Hier findet die Wissensvermittlung über Lernvideos statt, die auf allen mobilen Endgeräten zur Verfügung stehen. Die Lernenden können diese Videos anhalten, sie können zurückspulen oder, falls sie den Inhalt schon kennen, auch Teile überspringen. Aber Vorsicht! Nur vom Videoschauen alleine wird noch nicht gelernt, sondern man muss Aktivitäten anbieten. Also die Lernenden müssen auch während dem Videoschauen aktiv sein. Dies kann man zum Beispiel so machen, dass man Skripten oder Unterlagen für die Lernenden anbietet. Diese sind aber unfertig und werden dann während dem Ansehen der Videos fertig gemacht, ausgefüllt, bearbeitet, ergänzt. Eine andere Möglichkeit ist, dass man Quizzes anbietet. Das heißt, immer nach einer kurzen Videosequenz kommt eine Frage und die Lernenden sollen diese beantworten. Der größte Mehrwert des Konzeptes liegt aber in der Präsenzphase. Die Rolle der Lernenden verändert sich in eine aktive. Sie können in Zweiergruppen oder auch in Klein- oder Großgruppen gemeinsam lernen, Probleme lösen, Aufgaben bearbeiten und üben, üben, üben. Damit verändert sich aber auch die Rolle der Lehrenden. Diese werden zu Coaches, die ihre Hilfe anbieten und Fragen klären. Sie gehen von Gruppe zu Gruppe und können die Lernenden bei den gestellten Aufgaben unterstützen.